Hallo und willkommen zur ersten Folge von Cresset Beats. Wir haben mal wieder ein neuer Creature Collector, also mal wieder so ein Pokémon-like-Spiel. Und ja, die Beschreibung auf Steam hat sich auf jeden Fall ganz interessant angehört. Es geht wohl darum, dass man sich dann selber in diese Monster verwandelt. Und man kann anscheinend aus zwei Stück ein neues fusionieren. Und das hat sich auf jeden Fall ganz interessant angehört. Und ja, legen wir hier mal los. Sehr gute Datei. Nun reitet dieser Ritter durch das Reich, in die Wildnis von Viral, wo es nur wenige gibt, die Gott oder andere mit guten Herzen lieben. Sir Gawain, der grüne Ritter. Unbekannter Autor, 14. Jahrhundert. Ah ja. Okay, wer bin ich? Wir sind Nico. Ich muss das so ein bisschen. Weil eigentlich sieht man hier unten zwischen links Viereck und so, ist eigentlich irgendwie ein PlayStation-Controller von der Theorie her. Aber mein PlayStation 4-Controller funktioniert auf jeden Fall nicht. Der erkennt er nicht, weil ich ob der für einen PlayStation 5-Controller braucht. Keine Ahnung. Mein Xbox-Controller hat auch nicht funktioniert. Deswegen habe ich das jetzt quasi so mit einem Emulator so gemacht, dass mein Controller quasi jetzt die Tastatur emuliert. Also quasi mache ich jetzt Tastatursteuerung. Ist das ein bisschen umständlich, aber hey. Kann ich mal deine Maus hier auch machen? Kann ich das mal deine Maus machen? Dein Pronomen, they, them. Er, ihm. Er, sie. Was ist denn they, them? Lieblingsfarbe. Blau. So, Hautfarbe. Hat Blau irgendwas da gemacht an meinem Charakter? Eine Kleidung oder so? Ja. Hautfarbe nehmen wir einfach mal hier 5. Frisur, Hut und Knoten. Tja, ich komme hier mit so zwei Dutzer. Doppelter Knoten. Haarfarbe. Gibt's hier rot? Rot haben. Da halt, stopp. So, Farbe, Accessoire, wir haben keine Accessoire, Gesicht, Brille. Wir haben am liebsten gar nichts haben. Ich will auch keinen Bart haben. Einfach. Augenfarbe. Kennt man ja auch so gut, ne, die Augenfarbe. Oh, blau hier. Und Farbe, Accessoire haben wir auch nicht, okay. Dann, Anwendungen speichern wir so. Fliegen irgendwo durch, was ist ich durch, was wir hier fliegen will? Malt den Pinsel. Was? Stand da? Gerade. Ja, dann ist jetzt natürlich Steuerung da. Springen und Sporten ist für mich natürlich anders. Jetzt warte mal, ich glaube, Springen hatte ich darauf gelegt, genau. Und Sporten hatte ich jetzt worauf gelegt? Ich glaube, darauf. Okay. Ah, so oben ist quasi unser Ausdauerbalken, ne, für Sporten. Okay. Okay, okay, was hatte ich da? Warte mal, irgendwo. Ich kann auch klettern. Kann ich hier hochklettern? Ne. Hier muss interagieren. Oh lol, was? Kann ich da hochlaufen? Also halb auf jeden Fall. Ey, ich schätze mal, ich muss die Treppe da hoch. Macht ja wahrscheinlich Sinn. Und da oben liegt eine Kassette, oder? Ne, wo ist das Kassette? Sieht aus wie ein Koffer oder so. Holz! 100 Holz, Alter! Haben wir so einen magischen Beutel wie in Harry Potter oder was, wo alles reinpasst, ey? 100 Holzplanken gefunden. Da geht's wohl nicht weiter auf der Seite. Für dass du einfach so anfängst. Und da stand da aber auch eine Beschreibung, dass das wohl sehr Open World sein soll. Ne, ein Kommentar? Keine Ahnung. Irgendwo stand das auf jeden Fall. Dass du quasi echt einfach ins Spiel geworfen wirst, so gefühlt, und dann hinlaufen kannst, wo du willst. Das ist auf jeden Fall nicht so linear, das Spiel anscheinend. Da muss ein Schloss vor. Oh. Einfach so ein Hütchen. Hey, mach jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Okay, warte mal kurz. Erstmal kurz einmal minimieren und das Spiel leiser machen. Wo ist es denn? Da. Machen wir so. Verkehrskrabben haben es nicht so mit Fremden und eigentlich auch nicht mit jemandem. Verkehrskrabben, ey. Hier, bitte. Boah, Musik. Finde das hier voll HD aus, ey. Zeichnung. Okay, kurze Frage. Was ist dein Style? Gruselig? Süß. Dann nehme ich süß. Ja, das sehe ich. Dann nehmen die hier. Bonbon-Teufel. Ah, da haben wir quasi unser erstes Monster hier bekommen. Oh, die Beschreibung wollte ich jetzt nicht durchlesen. Steht ja, warte mal. Steht ja immer bei, was für ein Typ das ist. Wahrscheinlich diese Krone da oben links. Das ist wahrscheinlich so der Typ, ne, von der Theorie. Wahrscheinlich Typ normal. Das ist auf jeden Fall so ein graues Symbol, ist in den meisten Pokémon-ähnlichen Spielen immer so ein Typ normal. Seht ihr, steht ja auch, oder? Also, dass quasi die Typen, die es alle gibt? Wahrscheinlich, ne? 14 Stück.
Okay, leg los. Legst du jetzt mit deinem Kassettenspieler. Was? Okay, legst du jetzt mit deinem Kassettenspieler. Setz die Kopfhörer auf und drück auf Play. Das könnte ein bisschen irgendwas sein. Ich hab nicht mal irgendwas gedrückt. Genau, aber das verwandeln wir selber. Okay, das sah eben irgendwie gefühlt anders aus. Ja, jetzt sind wir das. Achso, das sind wir jetzt erst. Atme, du gewöhnst dich gleich dran. Machen wir in die Hölle heiß. Level 5. Okay, fliehen. 0%. Logisch, aufnehmen. Gegenstände, wechseln. Kampf. Klaps, Zuckerrausch. Also passiv. Erhöht passiv das Tempo des Benutzers im Verhältnis zur Menge der verlorenen TP. Okay, weniger Leben, gleich wir sind schneller. Kraft 30. Trifft ein Ziel. Ein Nahkampfangriff. Erstmal ihn angreifen. Kann ich mir selber angreifen? Lol. Achso, ich besteuere sie auch. Spuken. Ne, spucken, nicht spuken. 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 Wie wird spuken geschrieben? Wir spuken genauso wie. Egal. Fernkampfangriff. Trifft ein Ziel. Hört die Ausweichung des Benutzers. Hat die Chance, vorübergehend einen Verbündeten herbeizurufen. Was? Plus 3% Erfahrungspunkte pro leeren Platz. Pro leeren Platz, was? Egal, wir spucken ihn an. Bam! Oh, weil der schon Ton am Klaps. Firma Plastik. Wir haben Lego-Steine bekommen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin... Gut, dass das einfach wieder weg ist. Also ich klicke das nicht immer weg, das macht das Spiel von alleine. Naja, wir sollten dich wohl mal ein bisschen aufwärmen, bevor du deinem Pyjama noch frierst. Ich hab Pyjama an. Erstmal durch die halbe Stadt laufen. Was meinst du? Idyllisch, oder? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Willkommen in Hafenstadt. Dein neues Zuhause. Mein neues Zuhause? Heißt einfach Hafenstadt, die Stadt? Ja, auch geil. Genau, ja, tut mir leid. In solchen Sachen bin ich... wieso geht das teilweise von alleine weg? Was soll das? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Schon wieder. Hä? Aber wie wir alle. Oder geht mein Controller das doch? Und dann nimmt quasi das, was ich quasi weiterdrückt von dem Controller und von dem Emulator, wo ich quasi das emuliere? Simulator. Emulator? Egal. Simulator. Wenn ich jetzt einfach nur Enter drück. Bin gerade eingeschlafen. Wunderbar, du bist wach. Kaylade hat mir. Kaylade, glaube ich schon, ne? Kaylade hat mir schon mal Angst eingejagt. Als sie bei mir angeklopft hat. Hat mir schon Sorgen um dich gemacht, Neko. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die ersten Transformationen ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich. Also wohnst du jetzt hier. Wo in der Welt sind wir? In der Welt. Kaylee, hast du es dir noch nicht gesagt? Tut mir leid. Das hätte ich machen sollen. Ich will dich jetzt nicht mit Informationen zu ballern, aber du bist auf einer Insel namens Neu-Viral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde, zumindest glaube ich das. Gibt es einen Weg zurück nach Hause? Ich fürchte nicht, Neko. Tut mir leid. Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffbrüchige schon, in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Aber es wird schon. In Hafenstadt gibt es eine Gemeinschaft, in der die Leute einander helfen. Es ist kein schlechtes Leben. Und es ist sicher, naja, mal abgesehen von den Monstern. Wie das, gegen das wir gekämpft haben? Ja, ich gehe bald auf Patrouille. Wer du mitkommen möchtest, triff mich am Tor, direkt hinter der Brücke, über die wir in die Stadt gekommen sind. In der Zwischenzeit kannst du dich gerne bei deinen neuen Nachbarn vorstellen. Es dürfen sich herumgesprochen haben, dass ein neues Mädel in der Stadt ist. Wir haben auch Kleidung für dich besorgt, allerdings könnte sie für deine Zeit etwas altmodisch sein. Aber das ist alles, was wir haben. Tut mir leid, ich texte dich schon wieder zu. Bis bald, okay? Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Meine Klinge ist ganz in der Nähe. Komm gerne vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Das ist, glaube ich, echt so. Ich habe irgendwie die ganze Zeit mit Enter weiter gedrückt und jetzt mit der Tastatur. Geht meine Tastatur jetzt doch? Geht mein Enter mal. Ich mache kurz mein Dings da wieder aus. Wir gucken mal, ob der Controller jetzt auch auf einmal funktioniert. Beenden. Jetzt geht der Controller nämlich wieder gar nicht mehr. Hä? Leck mich. Scheiße, ich muss das Ding erstmal wieder starten. Erstmal eine kleine Startkomplikation. So, wo sind wir? Dann wieder starten. Ist der Sound jetzt weg? Ist der Sound wieder da? So.
So, Ranger Handbuch. Ein Handbuch, das Kelly dir gegeben hat. Dies ist, um dir anzusehen, was du über das Leben auf der Neuviral gelernt hast. Warte, ich hab mir. Wer ist unser Team? Währenddessen ist unser Team. Aha. Können anscheinend 4 Leute dabei haben. Abbringen, soll mal. Die Karte eben. Das ist die Karte von Hafenstadt. Aha. Da vorne sind wir hin, alles klar. Achso, das hat mich ja noch umziehen, ja. Weiß. Karte, Gruppe, Metall, Quest. Bestiarium. Oh, da kann man ja gucken, wie viele es schon gibt. Weil ich da vielleicht nicht zurückdrücken soll, sondern weiter. Hä? Kann ich nicht draufdrücken? Aber wahrscheinlich muss ich mich umziehen? Nee, hä? Zieh ich denn überhaupt um? Im Inventar? Wieso krieg ich denn damit zurück? Drück ganz normal weiter. Vielleicht mal irgendwie mit einer Maus drauf, ey, mein Gott. Verbrauchsgegenstände. Kassette, Sticker, Ressourcen. Jetzt zieh ich mich hier nicht um. Wo soll ich mit denen jetzt umziehen? Ich hab doch jetzt ziemlich hier um. Da kann ich trotzdem nicht mal nachgucken. Aber irgendwie funktioniert mein Controller nicht so ganz. Ich glaube, der macht das Spiel mehr kaputt, dass ich ihn angeschlossen habe, als sonst irgendwas. Was soll ich das doch mit Maus und Tastatur spielen? Das Ding ist halt, selbst wenn ich den Controller jetzt nicht anschließe, steht ja trotzdem bei, was ich von dem Controller spielen muss. Deswegen wollte ich das halt trotzdem irgendwie darüber machen. Kann ich die schneller nach unten gehen, ey? Das Ding kann ich jetzt so machen, dann zoomt der irgendwie automatisch nach oben. Ja, siehst du, wenn ich runter scroll, dann scrollt er wieder nach oben aus seinem Grund. Das ist schon mal sehr komisch, das Spiel hier alles. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Zurück. Wie ziehe ich mich jetzt hier um? Bin verwirrt. Da. Karte, Gruppe, Inventar, Quest. Bestiarium. Speichern, beenden. Hä? Hey. Soll das Spiel speichern oder so? Ah, lol, okay. Ich glaube, ich muss das Spiel auch mit, mit einer Tastatur spielen. Weil bestätigen, was Enter ist, ist nicht das gleiche wie E drücken anscheinend. Ich weiß nicht, ich schließe meinen Controller jetzt ab hier und wir spielen jetzt mit auf dem Tastatur das Spiel. Muss ich nur bemerken, was hier was ist, weil das steht ja natürlich nicht. So, wir wollen hier unten, Unterkörper, Oberkörper, ein Sweatshirt, T-Shirt, Jacke. Einfach so ein Kleid hier, ey. Das Ding ist, wenn ich mir den Charakter angucke, erkennen wir das eh kaum. Ja, aber T-Shirt hier, oder? Hier ist ein rotes T-Shirt. Einen blauen Strich drauf, können wir blau irgendwo hin. So, Unterkörper, Hose, Shorts, Rock, eine Hose. Ja, die bleibt so. Schuhe. So, anwenden und speichern. Dann gehen wir hier mal raus. Gut, ich weiß nicht, wie ist das groß mit den Leuten hier labern? Eigentlich nicht, glaube ich. Wir werden aus der Stadt rauslaufen. Zu unserer Quest. Da oben ist sie ja. Aber wir gehen erstmal hier runter. Und wie wir sehen. Sehen wir nichts. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nur jetzt dahin zurück, von wo wir gekommen sind. Hey. Hallo Nico, fühlst du dich besser? Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Also, ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mit mir zur Hand gehen? Klar. Schön, dass du dich dem Relaxen fühlst. Siehst du den Weg da drüben? Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht die Risse am Boden. Wir prüfen den Weg und vergewissern uns, dass er sicher ist. Hier ist der Schlüssel für das Tor. Jo. Machen wir das Tor mal auf. Boah, wäre ja noch schneller hier. Also kann ja gegenlaufen. Aha. Erstmal alles erkunden nehmen. Ich sehe einfach nur. Stimmt, ich kann hier hochspringen, ne? Bringt mir zwar nichts, aber. Ich kann da hochspringen. Kann ich schwimmen? Ja. Ich glaube, irgendwann kann ich aber schwimmen. Also auf jeden Fall eine Art Treppe hier. Wahrscheinlich auch wieder, indem wir irgendeinen. Lol. Stimmt, man kann irgendwie klettern. Warte mal, welche Taste ist klettern, ist die Frage. Okay, erstmal kurz in die Steuerung reingehen. Nee, halt, das will ich nicht.
Irgendwas war klettern. Springen, Sporten, Klettern, Steuerung. Okay, guck mal, ob wir hochklettern können, so wie sie gerade. Ne, also hier Steuerung drückt, passiert gar nichts. Wenn ich die Steuerung drücke, passiert nichts. Kann ich eigentlich die Kamera? Also ich kann die so ein bisschen drehen, aber sonst nicht. Was, wenn ich springen und dann klettern drücke? Ne, also ich ist gerade hochklettert, so. Gefühlt. Naja. Was ist hier rechts unten eigentlich für ein komisches Ding? Also vorher muss ich noch eine Grundlage zeigen. Hoffentlich bist du bereit für eine Verwandlung. Absolut. Du kümmerst dich nur daran, das ist wie Fahrradfahren. Außer, naja, das Fahrrad verwandelt sich in einen pastellfarbenen gehörten Teufel. Und du bist das Fahrrad. Ist das Vieh mit den Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich hier näherst. Also kommst du natürlich näher. Erstmal gucken wir noch, was hier ist. Aha, Mann. Sieht aus, wenn hier später im Fahrstuhl ist, dass er noch umfährt. Okay, aber die Monster scheinen ja dann, so wie da oben rechts, einfach nur hier rumzulaufen. Tatsächlich, das ist nicht so grasmäßig wie ein Pokémon. Sondern laufen hier offen rum. Gut, nein, tut die mittlerweile, laufen die Pokémon ja auch offen rum, aber ne, so wie früher in Pokémon halt. So, Kampf. Aber ganz ehrlich, ich brauche mir nicht erklären, wie das Spiel funktioniert. Verstehe ich auch selber. Ich wollte gerade sagen, was es AP gibt. Und die AP sind oben unsere 5 Punkte. Wir sind hier, Klaps verbraucht nichts. Bonbon ist zum Beispiel 3. Okay. Also eins, was sie leben und so, das weiß ich auch selber, wie das funktioniert von der Theorie her. Ich werde mal Hilferuf hier einsetzen. Du hast ein bisschen was abbekommen, aber deine Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste, die du siehst, ist Gesundheit deiner Monstergestalt. Die rote Leiste. Was? Die rote Leiste für deine Gesundheit. Die rote Leiste ist meine Gesundheit, die grüne das von meinem Monster. Okay. Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette beschädigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt sich Zusatzschaden des Angriffs, der sie beschädigt hat, auf deine Gesundheit aus, die rote Leiste. Wenn wir beide unsere ganze Gesundheit verlieren, müssen wir uns nach Ravenstadt zurückziehen. Alles klar. Okay, lassen wir das krachen. Oh, lol. Alles klar. So, Bomben-Explosion. So eine 85% Genauigkeit, aber ey. Spucken. Bam. Vergiftete Charakter allein am Ende der Runde Schaden. Na gut. Boom. Down. Kampf gewonnen. Level 6. Holz, Weizen, Plastik, Papierbrei. Ah ja. Und Serenade hat anstatt Schallknall erlernt. Gut gemacht. Dieser Aufzug sollte eigentlich funktionieren. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Kann ich hier hochspringen? Nee. Aha. Hallo? Super, dann fahren wir noch mal nach oben. Bei weiteren Kämpfen gehst du voran, aber keine Sorge, ich bleibe ab jetzt bei dir. Alles klar. Okay, wir haben Serenade bekommen. Die anscheinend von Typ Flug ist oder so, schätze ich immer. Ist das Symbol? Fest aktualisiert. This is the world we live in. Ah, und das ist quasi unser Team. Jetzt sieht er das Leben quasi. Jetzt raff wieder das, was unten das ist. Brauchst du eine Pause, Neko? Wir können uns hier ausruhen, wenn du möchtest. Am Lagerfeuer. Okay, Lagerfeuer sind zum Ausruhen. Diese Feuerstellen markieren Gebiete, in denen du sicher zelten kannst. So hast du die Möglichkeit, Kassetten separieren und wieder auf die Beine zu kommen. Ja, erstmal gegen die Schlange hier kämpfen, die wir eben auch als Mate dabei hatten. Oh, vielleicht 2. Kali Viper. Beide Level 3. Ja, mal einen Klaps geben hier. Du anspucken. Reicht auch, perfekt. Was ist denn da? Du machst Schallknall. Trifft ein ganzes Team. Aha. Ist nur einer da, aber egal. Oder wurde er mal rüberschattet. Kampf gewonnen. Fällt jetzt auch gerade auf. Sind das die Entwicklungen? Warte mal. Das ist die Frage, wie mache ich mein Team hier auf? Gruppe, mal so. Oben rechts in der Kassette, das ist nämlich ein Herz und 2 Sterne. Und unten ist nur ein Herz und ein Stern.
ob das wohl die Entwicklungen sind. Das erste ist quasi die Entwicklungsstufe. Das andere sind dann die Weiterentwicklungen davon quasi. Könnte halt sein, ne? Das ist natürlich eine Theorie, aber macht ja irgendwie Sinn vielleicht. So, dann heilen wir uns hier mal. Achso, soll ich für E drücken, nicht springen. Hier zelten, ja. Ausruhen. Ah, Leute, dafür brauchen wir Holz zum Ausruhen. Alles klar. Okay. Kelly erzählt ihr eine lustige Anekdote aus ihrem Leben. Ist ja toll. Okay, dann verlassen. Okay, ich würde aber auch sagen, das war's für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.